So, da sind wir zurück zum zweiten Teil der Krypta-Loot-Reihe von Valheim oder wie ich die Folge auch immer nennen mag. Und ich entbiete mich mit den Zählen und es geht direkt weiter. So, nächste Aufnahme ist auch direkt angemacht worden, Darko. Jupp. Als kleine Info, ich kann weder sagen, was dahinter ist, noch ist der Haufen ist so blöde generiert, dass man nicht von oben abbauen konnte. Was bedeutet, wenn ich abbaue, kann es sein, dass alles weg ist. Ja, warte, ich komme gleich dazu. Ich habe ja die Fackel, da sieht man es ein bisschen besser. Versuch mal das Fadenkreuz wirklich nur hoch an die Kante zu legen und abzubauen. Das geht nämlich, siehst du? Ja, ich weiß, dass es geht. Ich wollte trotzdem lieber auf dich warten. Dann wollen wir hier uns ein bisschen was wegmachen an den Seiten. Warte mal. Oh, da ist ein Pfeiltyp, sie. Dass sie unten, dass du das jetzt weggemacht hast, scheiße, ouch. Oh, cool. Der hat durchgeschossen. Und oh, ne, der steht ja, da oben. Na dann, kriegst du es hin? Ich treffe den aber selbst nicht. Aber der mich. Warte. Hä? Ah, okay. Ich habe das Fadenkreuz hier oben drauf gezielt. Auf die Decke. Von da, wo ich gerade stand. Jo. So. Kannst du jetzt da oben drauf gehen? Nee, ich rutsch immer noch runter. Warte mal ganz kurz, wir müssen mal versuchen zu gucken, dass einer... Weißt du was? Hau weg, Gegengifttrank nehmen, weghauen und dann rein mit Waffe und Schild. Erstmal geradeaus durcharbeiten. Ja, ich kann hier irgendwie nicht vorwärts gehen gerade. Oft, der steht nämlich direkt da, oder? Warte mal, lass mich. Geh mal ganz kurz. Oh, das sind zwei. Pass auf, das sind zwei. Arbeite dich durch. Gut, der eine ist down. Oh, der ist direkt gespawnt hier, der eine. Gut. Nice! Huh, noch einer! Hier, die spawnt aus diesem Ding! Erstmal diesen. Ja, ja. Wir müssen diesen Sack hier kaputt machen. Gut, jetzt haben sie keine Möglichkeit mehr zu spawnen. Ich muss aber raggen. Oh. Weg da, weg da, weg da, weg da! Ja, ich hab ja. Nicht zum Leben. Oh, das ist einer mit Stern. Kannst du Bogen gegen Bogen machen? Geht das? Warte, ich renne gleich so rein, wenn ich noch ein bisschen Leben habe. Du hast mich gerade abgeschossen. Ich habe jetzt nur 22 Leben. Muss kurz echt ranken. Ich habe wieder 37. Ich will nur so ein bisschen verhindern, dass er das, hier... Das bringt nicht, der macht One-Shot bei so wenig Leben. Ja, ich will nur verhindern, dass er hier nicht durchkommt. Der kommt nicht durch, sonst wären sie schon lange hinterhergekommen. Okay.
Shit. Mann! Ne, der hat keinen Schaden bekommen, oder? Der steht hier genau. Autsch. Aber jetzt kriegt er ein bisschen Schaden. Ich habe wieder nur 27 Leben. Das Ding ist doch gerade, ey. Aber er kriegt trotzdem weiter Giftschaden. Das ist schon mal nice. Komm noch schnell, schnell, schnell. Komm rein. Ich lenke ihn ab und du haust drauf. Nice. Junge, hat das lange gedauert. Ich laufe mal kurz zurück. Da wo ich ernte erst ab und dann fahre ich zurück, um den ganzen Scheiß loszuwerden. Hm. Wir müssen das dann auch noch alles raus ans Boot schaffen. Ist im Boot noch Eiktürspitzhacken zu finden? Nein. Farm so lange, bis die broke ist und dann gehen wir erstmal raus hier. Ist da noch ein Weg durch? Nee. Dann gehen wir erstmal alles Häme schaffen, um zu gucken, was wir jetzt alles herstellen können. Wie viel Haltbarkeit hat deine Picke noch? Ein Viertel ungefähr. Soll ich schon mal anfangen, das erste Zeug rauszuschaffen? Anfühl ist ja nichts mehr. Aber verrecken wir bitte nicht. Ich doch nicht. Deswegen. Was lasse ich denn jetzt erst auf die Schnelle hier? Das eine Harz. Nichts mehr, genau. Vier. So. Mal gucken, was uns jetzt hier draußen erwartet. Nix. Doch! Scheiße! Aber der ist easy. Tot. Ike, wir haben sogar noch einen Gang gar nicht fertig gemacht. Ja, lass uns erst einmal das Zeug ins Häme schaffen. Wir müssen ja auch noch das andere, das Schwarzmetall holen. Drüben bei der Ebene. Geh, ich glaube, in unserem Gang rechts hatten wir ja noch nicht abgeerntet, oder? Doch. Hier? Ach, ja. Okay, 10 Stück kann ich rumtragen. Ja. Gehst du raus, ich nehme dann den Rest. Ja, da, einer muss auf jeden Fall noch mal rein. Nö, ich hab alles. Okay. Auf jeden Fall draußen ist clear. Aber meine Picke hat halt noch gut Haltbarkeit. Ich würde gerne noch einen Raum machen, dass die wirklich kaputt ist. Dann lohnt sich das auch. Naja, dann los. Und vor allem einer hat sowieso die schöne Aufgabe, das ganze Boot wieder zurückzufahren. Wir fahren dann gemeinsam zurück. Wir müssen ja noch, wie gesagt, an die Ebene das Schwarzmetall holen und die der Rest, den ich dort in der Kiste hatte, gebunkert. Oh, also Gott, hier ja. Dahinter ist ein Gang und das kannst du auf jeden Fall schon abbauen. Hier kam ja nichts mehr. Hast du die Kiste gelootet? Ja. Kann ich die vielleicht abbauen? Wow, 3 Holz. So. Was ist hier heute wieder?
hätte auch gern so eine grüne Fackel bei uns in der Base. Bitte nicht. Ach, andererseits, die leuchten ewig. Was ich in der Base, die ist ja umgebaut worden, weggelassen habe, sind die ganzen Fackeln. Die standen ja nur rum und wurden nicht wirklich angefeuert. Ich habe die immer angefeuert. Bitte da schon mal lunzen. Also ich habe wirklich immer, wenn ich Harz hatte, die Fackeln erstmal. Guck mal, bau erstmal ab. Du da bitte weg? War hier auf dem Boden noch was? Guck mal, hier wo ich stehe, da sieht so aus, als ob noch was ist. Hier. Genau unter meinen Füßen. Ja, einfach drauf schauen, wenn da noch der Name ist. Nö. Kann er gerne mal hin. Nö, ist nichts mehr. Man kommt noch nicht. Oh, Weltspeicher. Jetzt. Schieb mich nicht immer. Okay, Klumpen. Oh. Ich will auch so ein Eisentor haben in unserer Base. Pickel kaputt. Okay, dann. Hat sich aber noch ein bisschen gelohnt. Ich habe auch noch zwei. Wir haben jetzt insgesamt 53. Nice. Ich werde dich gleich einfach rauslassen und bleib sitzen. Oder? Ja, ich hol bloß das Zeug und dann komme ich wieder ins Boot und dann können wir ja ganz gut zurücktuckern. Wo ist das überhaupt? Achso. Ja, und. Du siehst da bestimmt die Werkbank. Und jetzt gucke mal da leicht, wenn du jetzt nach hinten schwenkst, rechts. Da ist so ein. Na okay, jetzt fliegt da weg der Schatten. Da ist ein Geist in der Luft. Zwischen an den Baumkronen. Direkt in die Richtung. Lenk mich nicht ab, wenn ich lenken muss. Ich frag mich halt, was der Geist droppen tut. Ah, Bisons, bleibt bitte dort. Ich höre einen Kobold. Ich höre zwei Kobolde. Dago, komm an Land, die geben auch Schwarzmetall. Und die haben keine Sterne. Ich weiß jetzt schon, was das für eine bescheuerte Idee ist. Scheiße. Oh, der dritte. Vierte. Tschüss. Okay, ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich gehe schon mal hin und fahr. Du fährst nirgendwo hin. Jetzt los! 50! Nein! Sitte dich nicht, Ike, aber. Bist du gestorben? Nee. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall die wegklatschen müssen und dann erstmal das ganze Erz aus dem Wasser holen. Au! Und tschüss, Ike! Oh, fuck. Direkt am Portal, ich pack es nicht. Ich lauf weg einfach. Ich werde eh, also ich lass mich jetzt auch verrecken. Ich laufe einfach so weit wie möglich erstmal weg. Jo. So ein markanter Punkt. Dann können wir die gleich super klatschen.
Ja, ich bin tot. Wollen wir erstmal noch schnell Tag machen, weil es ist Nacht. Ich hole nur ganz schnell ein Holz für Feuer. Also, wie gesagt, schön und gut, dass wir das Schwarzmetall holen wollen, aber wir farmen hier noch kein Schwarzmetall. Doch, das gehört das geht einfach dazu. Nicht. Ich nehme das direkt mit. Ich habe keinen Spawnpunkt. Da war ja was. Warte mal, bevor du irgendwas klickst. Nee, bist schon gespawnt, ne? Beim Portal, beim Dings. Hauptspawn. Ja. Lock dich mal ganz kurz aus, dann mache ich Tag, weil ich lieg schon im Bett. Nix da. Ey, Darko, ich will jetzt nicht hier 5 Minuten in der Aufnahme im Bett liegen. Oh. Und ich wollte nicht sterben und auch nicht in die Ebene rein, aber auf mich hört man ja nicht. Kannst. Ich bin jetzt mal so risky und versuch etwas. Wow. Weil da war ein Goblin am Portal. Ich wollte den zu diesen Logs locken. Jetzt bin ich durch zwei Moskitos gekillt worden. Es wird schon wieder so sein wie letztes Mal. Nö. Die Ebene ist halt noch nicht für uns fertig. Reg dich jetzt nie auf hier. Das ganze Essen. Ich habe jetzt, wo ich das erste Mal gestorben bin und hier gespawnt bin, jeweils immer was gegessen und jetzt einmal. Ja, gegessen, aber nicht mitgenommen, oder? Nee. Ja, weil wir haben nichts mehr. Dann müssen wir wieder Neues machen. Ja, also ich habe jetzt erstmal ein bisschen was. Ich nehme jetzt auch gar nichts mit, weil das Inventar dann wieder zu voll ist. Wieder da. Ich hab meinen Grabstein gerade gelootet. Der war doch direkt neben dem Portal. Achso. Ja, dann. Warte, ich tu kurz Inventar leer machen. Helf mir mal bitte meins zu holen, weil das ist weiter weg. Ne, ich hab's gesehen, wo es ist. Ich mach nur ganz kurz Inventar leer und dann geht's los. Meines bei mir nicht Kisten. Ich habe jetzt keinen Bock, das zu sortieren. Mm-mm-mm-mm-mm.
Darko, ich habe hier sehr gesunden Met hergestellt. Nimm dir davon bitte 4 Stück mit. Die stellen, die stellen deine Gesundheit wieder her. Gesundheit 75. Das sind diese grauen Teile. Ja. Das auswählen. Das Met da hoch. Genau. Gegessen hab ich. Jo. Bis jetzt ist es safe. Ah, das ist ein Moskito, pass auf. Da ist mein Grab. Ah, leck. Achtung, er kommt, glaube ich, nicht wieder, ne? Jetzt kommt er wieder. Alter. Ja, du kannst es safe. Geh auch gleich erstmal. Da links ist noch ein Grab übrigens. Ja, da ist noch ein Feuersteinsperr drin. Okay. Ich gehe jetzt auch erstmal kurz durch, um zu sortieren. Ja. Während ich sortiere, willst du. Haben wir noch genug Materialien für ein Boot? Wir können dann offscreen mit einem Boot herfahren und das holen. Ich versuche gerade zum Wasser zu kommen, um das zu looten, ne? Ach, du willst herfahren? Achso, ich hätte gedacht, wir stellen einfach schnell ein neues her wieder. Das Problem ist nur, ich werde gleich extremst überfüllt sein. Sonst nimm Stück für Stück das raus. Das ist, glaube ich, sicherer. Naja, die Kiste schwimmt noch im Wasser, wo das Zeug drin ist. Ich habe erstmal die Ressourcen für das Boot eingesammelt. Ich kann ein neues Boot bauen. Im Übrigen. Man kriegt ja die vollen Ressourcen wieder. Das ist ja auch ein bisschen unlogisch, aber... 80 Nägel, 10, 20, 30, genau. Ich muss nur mal den Hammer hier aus der Kiste holen. Dahin, das kommt dahin. Ich muss erstmal sortieren, okay? Mach das. Au! Moskito. Okay. Oh. Soll ich die schon einpacken oder soll ich die in der Kiste tun? Was denn? Ich habe ja 15 Eisenpfeile. Ich habe die für normale Pfeile gehalten. Pack die erstmal in die Pfeilkiste. Ich habe hier gerade zu kämpfen mit einem Moskito. Ich kann dir auch gerade ehrlich gesagt nicht helfen. Sollst du auch nicht. Moskitos down. Ich tue die verwitterten Knochen zu unseren Knochenfragmenten in die Kiste. Okay, das kommt da nicht rein, da auch nicht. Das war doch hier irgendwo. Ne, da war Kohle. Da. Komm, Stückchen noch. Ist Schleim bei der Pflanzenkiste oder bei da irgendwo? Warte. Scheiße, ich kann nicht steuern, ich bin zu schwer. Schlamm meinst du? Entschuldigung, ja. Mobblutkisten im Lager. Ja, okay. Weil es vorher bei der Essen war, darum. Ich glaube aber, du hast alles verbraucht, oder? Weil ich finde hier keins. Nee, da müsste noch mal 3 hier drinne sein oder so. So, ich bin auf dem Weg mit dem Schiff. Das heißt, ich müde mich mal ganz kurz.
So, da haben wir ja noch unser Zeug easy peasy wiederbekommen und ich werde jetzt offscreen mit dem Schiff ganz in Ruhe nach Hause tuckern. Und wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gern, einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.